Hallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Fenstergetriebe und ja, das ist defekt, das geht nicht mehr. Und die Besonderheit ist, dass es hier einmal genietet ist. Ja, kann man ein bisschen schlecht sehen. Und dass es hier noch einen praktischen Vorstand hat. Das heißt also, es ist nicht ganz dran, sondern hat eine gewisse Entfernung. Und ja, das geht nicht mehr. Habe ich da irgendwas zum Testen? Mal schauen hier. Ja. Und da geht es nicht mehr weiter. Oder dreht immer über. Ja, geht nicht mehr weiter. Und da geht es auch nicht ganz. Gut, okay. So, das machen wir eben einmal auseinander und dann gucken wir da mal eben rein, was da los ist. Und versuchen das dementsprechend wieder heile zu machen. Jetzt also hier von innen aus. Man kann richtig sehen, die sind also richtig abgefressen. Das ist nicht so gut. Und hier kann man dann noch mal eben sehen, die sind also auch richtig, also überdreht. Ja, was werde ich machen? Ich werde die Stange einfach umdrehen. Das heißt also, ich werde jetzt hier die Nieten hier lösen. Die hier auch. Dann die Stange drehen. Und auf der anderen Seite ist die nämlich noch ganz gut. Und so kann man die auch erstmal wieder verwenden. Eine ganze Zeit lang. Und dann ja, niete ich die Teile hier wieder ein, also diese wieder reinnieten. Dann werde ich die Zähne hier ein bisschen aufschweißen, wieder abfeilen, dass es wieder funktioniert. Und dann müsste das wieder in Ordnung sein. Gut, okay, da mache ich mich jetzt mal ran und dann kann ich ja nachher mal eben zeigen, wie das komplett aussieht, wie das funktioniert. Das ist ja hier jetzt die Zahnstange von der einen Seite. Und wenn ich die jetzt umdrehe, sieht die also praktisch hier aus wie neu. Und das Material ist auch immer noch so dick, dass das funktioniert. Also ich brauche hier nichts aufschweißen oder dass ich hier eine andere zwischenbaue. Das Problem ist, da kann ich mich dann irgendwann mal später drum kümmern, dass dieser Abstand, der ist also weiter als sonst. Und beträgt hier nämlich dann, mal gucken, was haben wir hier? 20 mm. Und normalerweise sind das eigentlich nur 16. Das heißt also, ich müsste dann, wenn ich was anderes nehme, daran anschweißen. Ja, das heißt also, ich müsste dann das Gehäuse hier wegnehmen und müsste das andere Gehäuse angucken. Habe ich hier eins? Ja, ich zeige das mal so. Und müsste dann dieses praktisch daraus drunter legen und dann in dieser Höhe anschweißen. Dann würde das also wieder funktionieren, damit das also eine Höhe hat. Wieder, aber das kann ich dann nur machen. Dann müsste ich nämlich sonst auch hier die Zahnstange anschweißen. Ich überlege gerade, ob ich das mache, ob das nicht einfacher für mich ist, und dass ich das umschweiße. Ich denke mal ja. Also ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde das jetzt hier komplett abnehmen. Dann werde ich da was mit dem Flacheisen hintermachen, dass ich wieder auf das Maß komme. Und ja, auf das Maß komme. Und dann schweiße ich das an und wird das da dran angeschraubt oder angeheftet, muss ich mal gleich gucken. Genau, so werde ich das jetzt machen. Und dann setze ich hier zwischen einfach eine neue Zahnstange. Und dann, wenn der Kunde der mal was hat, dann kann man das immer wieder tauschen nachher. Dann haben wir das auf das Maß 2016. Und wenn wir 2016 haben und das sollte nach 10 Jahren kaputt gehen, dann haben wir 2026 und dann würde es das immer noch geben. Okay, so will ich das auch machen. Ich baue das jetzt einfach komplett um und bringe das auf das Maß, wie das sein muss, und dann funktioniert das Ganze gleich schon. Ich habe jetzt das Teil hier dran geschraubt. Das ist hier die Treibstange, die ist dann da zu Ende, und auf der anderen Seite ist das dann eben halt da zu Ende. Ja, hier habe ich die Schrauben reingesetzt, kann man da sehen, einmal da und einmal da. Dadurch ist das Teil also fest, sieht dann also praktisch so aus. Und ja, jetzt bauen wir den Rest dann noch wieder dran und dann ist das wieder funktionsfähig. Das nächste Problem, was ich jetzt noch habe, aber das löse ich dann gleich, das ist ja hier ein 10er, wenn ich das glaube ich sehe. Und das ist ja noch ein 7er hier. Das löse ich aber dann nachher mit dem Vierkant, aber da kümmere ich mich dann drum. Gut, so, dann bauen wir das jetzt mal eben weiter und dann kann ich das gleiche nochmal zeigen.
So, Teil ist fertig. Ja, habe ich das geschweißt. Einmal die andere Seite. Und so sieht das jetzt von vorne aus. Und ja, das ist eigentlich auch funktionsfähig. Das heißt also hier, man kann also drehen. Und die Rollzapfen bewegen sich dann auch dementsprechend da hin und her. Gut, so jetzt haben wir ja noch ein Problem gehabt. Das war ja also dieser Vierkant. Nehmen wir den, also den stecke ich jetzt da rein. Andersrum. So, einen passenden. Und den lasse ich jetzt einfach da so ein bisschen durchgucken. Mal sehen, vielleicht so. Und dann mache ich mir dann eine Markierung hin und da schneide ich den dann gleich ab. So, da werde ich den gleich einfach abschneiden. Ja, hier habe ich den 10 mm, dann nehme ich also hier einfach einen 10er und dann wird der hier praktisch dann da angeschweißt. Einfach nur. Und das war's. Und dann habe ich eben halt die von 7 auf 10 und dann kann der Kunde das wieder benutzen. Wie lang das denn sein muss, muss er selber sehen, muss er dann abschneiden. Ja, habe ich hier geschraubt, also das kann man dann auch wieder losnehmen und ein anderes Getriebeteil dann wieder einbauen. Oder das eben halt wieder abtrennen und dann die eben wieder anschweißen. Aber das war eben halt eine geschraubte Version. Ja, und das stand hier in dieser Position. Da war das dran und den Weg hat es auch wieder. So kann ich nochmal eben messen. Ob es das gleiche Maß hat. Das waren 20. Hat er jetzt auch wieder 20 funktioniert. Das Einzige, was jetzt noch nicht mehr geht, und das ist dann öfter mal so, dass diese beiden Löcher gleich hier hinter nicht mehr benutzt werden können, aber das wird ja nachher sowieso durch den Griff gehalten, das reicht, und die nächsten Bohrlöcher, die kommen, das ist also kurz danach, dadurch wird das gehalten, also da passiert ist so gar nichts. Ja, okay, das war's von meiner Seite aus, Getriebe wieder repariert. Ja, das ist so ein No-Name-Teil gewesen, 20 mm, und ich habe dann da eben halt eins von mein Montageteilen drauf gebaut, also dieses Universalgetriebe, den ihm halt mit Treibstange. Okay, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.